zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das Unboxing der Glossy Box Oktober 2019. Die ist super schwer. Ich bin mega gespannt, was da drin ist. Ich liebe ja die Glossy Box. Ich habe selber ein Jahresabo und ich habe ja auch letztens den Adventskalender angeboxt. Das hat dem Team offensichtlich ganz gut gefallen und deswegen haben die mir noch einen geschickt. Und diesen Adventskalender, komplett gefüllt, darf ich an euch verlosen. Ich freue mich super darüber, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn ihr den gewinnen wollt, bleibt einfach bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr alle Details und jetzt geht's los. Also ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Glossy Box, mit der regulären. Ist es so, die kostet 15 Euro im kündbaren Monatsabo. Ich habe für die Glossy Box einen Rabattcode. Mit dem Code FRANKA20 spart ihr 20% auf den Trag auf die Zahlweise. Das heißt, wenn ihr ein Monatsabo abschließt, spart ihr 20% auf die 15 Euro. Das sind dann 3 Euro. Wenn ihr ein Jahresabo abschließt, kostet dieses Jahresabo 150 Euro und auch da würdet ihr 20% sparen. Das heißt, ihr bekommt 30 Euro Rabatt und bekommt die Glossy Box dann für 120 Euro im Jahr. Das entspricht 10 Euro im Monat. Meistens sind da Produkte um die 50 Euro drin. Also die Option lohnt sich sehr, muss man sagen. Allerdings müsst ihr es dann auf einen Schlag zahlen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Für den Adventskalender habe ich auch einen Rabattcode, aber erst im Nachgang bekommen. Und zwar mit dem Code ADVENTFRANKA bekommt ihr den Kalender für 85 Euro. Finde ich ist ein super Deal, weil sonst kostet er 120 und das gilt auch für Nicht-Glossies. Und das finde ich ziemlich cool. Vielen Dank an Glossybox, dass ihr mir das, diese Codes zur Verfügung stellt. Bevor wir mit dem Unboxing starten, falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, macht das sehr gerne. Ich mache ganz viele Hauls, Unboxings und Reviews und dann verpasst ihr keine Videos mehr und ihr könnt natürlich auch an der Verlosung teilnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei und dann starten wir jetzt. Starten wir mal mit der Oktoberbox. Die fühlt sich total schwer an, ne? Also ich bin jetzt echt gespannt, was da drin ist. Ich habe noch nicht in eine Sneak Peek oder sowas geschaut. Manchmal schicken die sowas ja vorab. Wenn sie ankommt, achso, jetzt habe ich das gerade schon geöffnet, steht hier Creme de la Creme Edition. Ja, dann geht es wahrscheinlich um Hautpflege. Finde ich generell gut. Ich teste nur gerade so viel. Auf irgendwas hat meine Haut reagiert. Ich muss ein bisschen einen Gang zurückfahren, was Hautpflege betrifft. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Also genau, hier ist auch nochmal ein Special für den Adventskalender drin, auch wenn ihr mehrere Bundles oder so bestellt. Aber wie gesagt, wenn ihr es halt einzeln bestellen wollt, geht das auch sehr gut mit dem Code. Okay, das Erste, was ich sehe, das ist der absolute Hammer. Also ich weiß nicht, wie die das immer schaffen, solche coolen Produkte in diese Box zu bringen. Und zwar von Barbour. Hip Hip Hydra Beauty in a Bottle. Das ist wahrscheinlich die normale mit Hyaluronsäure, aber 7 Ampullen. Das ist ja total cool. Das ist speziell mit Glossy Box kreiert. Diese Ampullen sind wohl da, um Feuchtigkeit zu spenden. Für trockene Haut super. Also ich liebe ja die Barbour Ampullen. Bislang habe ich sie immer meiner Mama geschenkt. Ich glaube, ich behalte mir auch mal ein paar selber oder teile mir das mit ihr, weil das Coole ist an solchen Boxen, ihr könnt euch ja auch immer Produkte teilen mit euren Freunden, mit eurer Mama und so weiter. Wenn ihr selber Adventskalender bastelt, ne, könnt ihr auch super Produkte aus solchen Boxen nehmen. So mache ich das zum Beispiel, um meiner Mama einen Adventskalender zu machen. Mir fehlen nur noch 5 Türchen quasi. Ansonsten habe ich schon alles zusammen und man kann ja auch Schokolade reinmachen. Ne? Man muss ja jetzt nicht nur Beauty reinmachen, theoretisch. Ne? Dafür ist das halt mega, ne? Und das ist natürlich der Hammer. Ich glaube, das kostet alleine bestimmt schon 16, 17 Euro, ne? Sehr schön. Da freue ich mich richtig, richtig drüber, muss ich sagen. Dann sehe ich etwas. Ich fange jetzt direkt gleich mit den Highlights an, ja? Ich glaube, das habe ich tatsächlich in einer Sneak Peek auf Instagram gesehen. Und zwar haben die von Rituals einen Raumduft. Happy Buddha. Finde ich mega, muss ich sagen. Ich sprühe mir den mal einfach auf ein Tuch drauf. Ich glaube, man muss hier irgendwie, ja genau, dass man es öffnet. Ja genau, man muss dieses Ding hier zur Seite drehen und dann kann man loslegen. Was ich gerne mache, ich sprühe sowas auf Vorhänge. Oh, das riecht gut. Hm, das riecht wie diese Happy Buddha Serie. Nicht schlecht, also sehr toll, super. Sweet Orange and Cedarwood, das passt natürlich jetzt toll zum Herbst. Finde ich richtig gut, dass sowas da drin ist. Und dann kann man einfach mal so partiell im Raum, man kann es auch einfach nur in die Luft sprühen, aber ich finde gerade so auf Textilien hält es noch ein bisschen länger, ne? So, dann haben wir noch was Cooles zum Pflegen. Und zwar von Sukin Australian Natural.
eine Nachtcreme, eine Restorative Nachtcreme, frei von Parabenen, mit Kakaobutter und allen möglichen guten Inhaltsstoffen. 120 Milliliter, also eine Riesengröße, ohne Mineralöle, ohne Petrolatum, ohne Talate, ohne tierische Inhaltsstoffe, also offensichtlich richtig gut. Dann auch noch so eine Riesengröße. Ich glaube, das ist die ideale Creme für meine Mama, muss ich sagen, weil die hat super trockene Haut. Die nimmt keine Nivea-Creme mehr. Und die sucht immer etwas, was sie verträgt und was ihre Haut auch gut nährt. Ne? Insofern, das sieht toll aus. Ich rieche mal da dran, weil ich werde sie ihr dann schenken. Und dann kann ich das aber mal gerade ausprobieren für euch, damit ihr auch wisst, wie das ist. Ja, so sieht das aus. Also es kommt auch versiegelt. Ich werde mir das einfach mal nur auf den Handrücken geben und mal gucken, wie cremig es ist. Ah ja, das ist richtig schön fettig. Ich glaube, das ist genau das Richtige für sie. Das riecht auch angenehm. Das riecht allerdings sehr natürlich. Es hat diesen klassischen Naturkosmetik-Geruch, wo man weiß, okay, da ist jetzt keine synthetischen Stoffe oder sowas drin. Und es bleibt auch ein Film auf der Haut. Das heißt, wenn man sehr trockene Haut hat, kann ich mir vorstellen, ist das wirklich super geeignet. Ich weiß schon, dass meine Haut das überhaupt nicht vertragen würde. Ich würde da sofort Pickel bekommen, weil mir es zu reichhaltig wäre. Ich habe auch irgendwie ein Öl letztens benutzt und habe da direkt Pickel bekommen. Das ist halt manchmal, manche Sachen gehen und manche gehen nicht für meine Haut. Aber das riecht in Ordnung. Es riecht ein bisschen nach Naturkosmetik, muss ich sagen. Aber ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht, ne? Man muss halt einfach wissen, diese ganzen teuren Marken, wie jetzt Chanel, Dior und so weiter, die haben halt, sind halt super stark parfümiert, ne? Und Naturkosmetik hat so einen eigenen Geruch. Muss man mögen. Man riecht es halt durch. Das riecht wie so eine Creme von Sante, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Aber ich finde es grundsätzlich gut. Ich frage mal meine Mama, es wird ihr bestimmt schon gefallen. Okay, dann haben wir hier von Freiöl ein Pflegeöl, verwöhnt und regeneriert. Das ist die Nummer 1 in Apotheken wohl. Okay, das ist ja auch interessant. Nach der Reinigung großzügig auf die noch feuchte Haut auftragen und sorgfältig einmassieren. Bei Narben, Dehnungsstreifen und ungleichmäßiger Hauttönung mindestens 3 Monate zweimal täglich anwenden. Okay, also ist das einfach ein Öl für den Körper, ne? Was man gut nehmen kann. Ich mag das total gern für die Beine sowas, ne? Weil die Schienbeine ja schon jetzt gerade bei der Heizungsluft so ein bisschen trocken werden, ein bisschen rau werden. Da finde ich das eigentlich immer ganz gut, mit ein bisschen Öl ranzugehen. Nicht schlecht. Okay, dann haben wir 2 Masken. Oh, die könnte ich jetzt eigentlich echt mal gut verwenden, gerade mit den ganzen Unreinheiten. Und zwar Aktivkohlemasken von Schebens. 2 gleiche. Einmal für die T-Zone und für die Wangen etwas Unterschiedliches, was man sich dann da drauf machen kann. Eine Peel-Off-Maske und eine zum... Die sind beide zum Peel-Off, oder? Ja, das ist ja super. Finde ich sehr, sehr interessant. Ah ne, die eine ist eine Crememaske und die eine ist eine Peel-Off. Die für die T-Zone ist eine Peel-Off und die für die Wangen ist eine Crememaske. Finde ich aber toll, muss ich sagen. Probiere ich auf jeden Fall mal aus. Nicht schlecht. Dann hat man nämlich auch dafür jeweils das Produkt da drin, ne? Und dann haben wir etwas, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das ist. Ich habe das letztens in einem Video von einer anderen YouTuberin gesehen. Und zwar von Glisscur, ein neues Shampoo Biotech Restore, ein Kräftigungsshampoo mit Rosenwasser. Und das soll wohl richtig cool nach Rosen riechen. Oh ja, oh das stimmt. Das riecht überhaupt nicht penetrant oder unnatürlich oder irgendwie eklig. Manche Rosendüfte gehen gar nicht, finde ich nämlich. Das riecht wirklich sehr gut. Oh ja, also das werde ich ausprobieren. Hört sich super an. Kräftigen das Haar und sind frei von Silikonen und künstlichen Farbstoffen. Das finde ich gut. Okay, das kann man echt toll probieren. Ich glaube, davon gibt es auch eine Spülung, da gibt es eine Kur davon, alles Mögliche. Also das teste ich einfach mal und update euch dann. Ich habe ja gerade so viel Haarpflege auch im Test und ich glaube auch mit so Haarprodukten, wenn man da mehrere testet, kann man nicht ganz so viel falsch machen. Bei Hautpflege sieht es schon ein bisschen anders aus. Da muss man echt aufpassen, weil wenn man dann was nicht verträgt, sieht das halt direkt gleich jeder. Ne? Okay, aber summa summarum hat mir diese Box richtig gut gefallen und vor allen Dingen finde ich auch, dass das wirklich mit dem Thema, das soll ja irgendwie Skin oder sowas heißen, Creme de la Creme heißt das Thema, dass es auch wirklich was damit zu tun hat, weil wir hier einmal diese Ampullen drin haben und diese schöne hochwertige Creme, die auch noch riesengroß ist, plus das Pflegeöl, plus das noch für die Haare. Also das finde ich wirklich ausgewogen,
Gefällt mir sehr gut und vor allen Dingen dieses Parfüm ist natürlich auch ein kleines Highlight. Finde ich klasse. Ich blende euch einfach mal hier den gesamten Wert dieser Box ein. Ich muss das gleich mal ausrechnen, weil ich keinen Plan habe, was diese Creme kostet. Die wird garantiert nicht ganz günstig sein. Ja, aber ich denke mal, auf 50 Euro kommen wir auf jeden Fall. Ich schau mal eben gerade rein, was die Creme kostet. Weil vielleicht falle ich gleich vom Hocker. Ja, okay, es geht. Also die Creme kostet 21,99 Euro, also 22 Euro. Das finde ich ist ein angenehmer Preis, weil dann kann man sich sowas auch nachkaufen, wenn einem das gut gefällt. Weil häufig ist es ja so, wenn da 100 Euro Cremes drin sind, kauft man die sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt nach. Und das ist halt was, mit 120 Milliliter ist das ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Ja, aber auf 50 Euro kommen wir trotzdem, finde ich sehr gut. Okay, ihr Lieben, also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich fand die Box richtig gut. Wenn ihr jetzt den Adventskalender gewinnen wollt, ich zeige ihn euch nochmal, den hier, dann müsst ihr nichts weiter tun, als mir einen lieben Kommentar zu hinterlassen. Gerne mit dem Hashtag Glossy und mir einfach mal reinschreiben, was euch gut gefallen hat, auch an dem Adventskalender. Ich habe übrigens den Lidschatten aus dem Adventskalender drauf. Ich sage jetzt nicht welchen, ich will nicht zu viel spoilern, für die, die es nicht angeschaut haben. Aber ich kann euch sagen, da ist eine tolle Lidschattenpalette drin, die ich gerade benutzt habe. Und ich finde, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Okay, dann alle weiteren Details findet ihr unten in der Infobox. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das sehr gerne. Die ganze Verlosung ist natürlich nur für meine Abonnenten gedacht. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.